2021 war ein sehr durchmischtes Jahr für Cardano. Die ersten 9 Monate verzeichnete ADA einen Kursgewinn von, haltet euch fest, über 1.900%. Worauf sich die meisten Investoren jedoch eher konzentrieren, ist das letzte Quartal 2021 und auch jetzt schon der Beginn des neuen Jahres, denn diese Zeitspanne war zumindest in Bezug auf den Preis für Cardano eine Katastrophe. Trotz dessen, dass der Kurs seit dem Tief am 10. Januar schon wieder fast 30% zulegen konnte, befindet sich ADA immer noch in etwa 60% unterhalb des All-Time-Highs. Heute schauen wir uns an, ob Cardano jetzt im Jahr 2022 wieder das Biest sein kann, was es einmal war. Zunächst, auf meinem Kanal findest du keine finanzielle Beratung. Außerdem ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass ich selbst ADA in meinem Portfolio halte. Um genau zu sein, ist ADA dort sogar die drittgrößte Position. Es liegt also auch in meinem Interesse, dass Cardano langfristig erfolgreich ist. Trotzdem versuche ich, das Video heute so neutral wie möglich anzugehen. Falls du noch wissen willst, welche Kryptowährungen ich zudem, also außer Cardano, noch in meinem Portfolio halte und auch live mitverfolgen willst, wie ich dieses im Laufe der Zeit so anpasse, dann könnte meine Kanalmitgliedschaft für nur 99 Cent im Monat vielleicht interessant für dich sein. So, einer der Kritikpunkte gegenüber Cardano ist, dass unglaublich viel geredet wird, aber letztendlich nichts wirklich passiert. Und ja, Cardano ist im Vergleich zu anderen DeFi- und Smart Contract-Kryptowährungen um einiges hinterher, zumindest wenn man Sachen wie die Anzahl der D-Apps in Betracht zieht. Dadurch hat Cardano auch fast den gesamten DeFi- und NFT-Hype, den wir gesehen haben, bislang verpasst und somit eine Menge Kapital liegen gelassen. Aber was Cardano macht und auch von anderen Projekten unterscheidet, ist, dass das Entwicklerteam eine wissenschaftlich sehr fundierte Herangehensweise hat, die zwar langsam, jedoch dafür unglaublich gründlich und detailliert ist. Im Cardano-Ökosystem wird alles bis zur Perfektion getestet, bevor es dann im Mainnet live geht. Es ist nicht so, als würde im Hintergrund nichts passieren. Ganz im Gegenteil, in Bezug auf die Entwickleraktivität steht Cardano einer neuen Studie zufolge tatsächlich auf Platz Nummer 1, vor Polkadot, Ethereum, Solana, Cosmos und jedem anderen Krypto-Projekt. Jetzt, ein Großteil der Sachen, an denen die Entwickler hier im Hintergrund so hart arbeiten, werden noch dieses Jahr implementiert. Auf der größeren Roadmap, in der die Entwicklung von Cardano in 5 Ären eingeteilt wurde, werden 2022 sowohl die Basho-Ära als auch die Voltaire-Ära live gehen. Das erste Mal, dass Cardano 2 Ären in einem einzelnen Jahr behandelt. Und nach diesen ausschlaggebenden Veränderungen soll Cardano endlich ein vollständiges Produkt sein. Natürlich wird Cardano nie wirklich fertig sein, da das Netzwerk konstant verändert und verbessert wird, aber 2022 werden die letzten fundamental wichtigen Features implementiert. Bevor wir uns anschauen, welche Features das genau sind, würde ich mich extrem freuen, dass, wenn dir diese 3 Minuten Krypto-Videos gefallen, du dir kurz die Zeit nimmst, meinen Kanal einmal zu abonnieren und dem Video ein Like da lässt. Beides ist kostenfrei und hilft meinem Kanal wirklich mehr, als man denken würde. So, was können wir jetzt 2022 genau erwarten? In Bezug auf die Basho-Ära, die sich hauptsächlich auf die Optimierung sowie Skalierung von Cardano konzentriert, hat IOHK, das Forschungs- und Entwicklungsunternehmen von Cardano, erst gestern einen sehr detaillierten Plan veröffentlicht. Ich werde nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, aber im Grunde genommen können wir hier Folgendes erwarten. Neben vielen On-Chain-Veränderungen wie die Erhöhung der Blockgröße, die Verbesserung von Nodes und auch ein verbessertes Pluto-Skript sind die wichtigsten Neuerungen meiner Meinung nach überwiegend Off-Chain. Die Hauptlösung sind hier die Sidechains, im Wesentlichen neue Blockchains, die mit dem Cardano Mainnet verbunden und interoperabel sind. Dadurch kann ein Teil der Arbeit aus dem Hauptnetz ausgelagert werden, um dieses zu entlasten. Hier kommt auch ein extrem wichtiges Projekt namens Mithril ins Spiel. Mithril wird nämlich die Kettensynchronisation verbessern, ohne die Sicherheitsfunktion zu beeinträchtigen. Eine andere Sidechain-Lösung ist Hydra, vielleicht die spannendste Veränderung der Basho-Ära. Es handelt sich um eine neue Layer 2 Skalierbarkeitslösung, die darauf abzielt, den Durchsatz des Cardano-Netzwerks zu maximieren, während die Transaktionskosten gleichzeitig aber drastisch reduziert werden. Was dies möglich macht, ist ein Konzept namens Isomorphic State Channels. Im Grunde genommen gibt es hier einfach mehrere sogenannte Hydra-Heads, die jeweils 1000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können. Wenn Hydra also theoretisch jemals an den Punkt kommt, an dem es 1000 Heads hat, könnten wir eines Tages potenzielle Geschwindigkeiten von bis zu 1 Million Transaktionen pro Sekunde sehen. Zusätzlich zu all diesen technischen Verbesserungen und dem Fakt, dass hier gleichzeitig immer und immer mehr D-Apps live gehen werden, wird 2022 dann auch noch die letzte und vielleicht wichtigste Ära, die Voltaire-Ära, implementieren. Der letzte Schritt, um Cardano zu einem sich selbst erhaltenden Ökosystem zu machen. Mit der Einführung eines Voting- und Treasury-Systems, wodurch die Community in einer fairen und dezentralen Art den Einfluss auf die zukünftige Entwicklung des Netzwerks übernehmen wird. Was so viele von uns an Cardano lieben, ist, dass sie versuchen, die Dinge gleich beim ersten Mal richtig zu machen, auch wenn das etwas länger braucht. Eine Taktik, die sich, wie ich finde, dann auf lange Sicht so richtig bewahrheiten wird. Trotzdem, nach allem, was wir uns heute angeschaut haben, wird 2022 sicherlich kein langsames Jahr für Cardano. Im Abspann findest du gleich noch 2 weitere Videos von mir, wo der YouTube-Algorithmus denkt, dass sie dir gefallen könnten. Mal sehen, ob er recht hat.